Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute soll es eine kleine Studiotour geben. Ich bin umgezogen, das hat der eine oder andere schon mitbekommen. Und ich will mal zeigen, was ich hier im neuen Haus mir als Studio aufgebaut habe. Ein bisschen euch zeigen, wie es aussieht, was alles reingekommen ist und so weiter. Und natürlich werde ich jede Menge Marken nennen und so und deswegen muss da stehen. Das allermeiste habe ich mir selbst gekauft. Wenn es nicht so ist, werde ich euch dazu erzählen. Ich habe Sachen gesponsert bekommen. Die werde ich aber einzeln herausstellen, damit ihr es genau wisst. Alles andere habe ich bezahlt, habe ich gekauft. Ist nur deswegen Dauerwerbesendung, weil das einfach so ist, weil ich sonst abgemahnt werden kann oder sonst etwas. Habt da Verständnis für. Ja, ich bin umgezogen. Ich hatte vorher, wer mein altes Setup so kennt, ungefähr 4 Quadratmeter. Ich konnte beide Wände in beide Richtungen berühren, also auch die Kamera und die Rückwand gleichzeitig. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Ich habe ein bisschen mehr Platz bekommen und dieser Raum ist ein bisschen Multifunktionsraum. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ein kleiner Rundgang durch diesen Raum. So kommt man rein und hier sieht man erstmal die Sportecke. Ich habe da einen Kabelzug hängen und auf der anderen Seite ist eben das Setup mit den Büchern im Hintergrund. Das ist auch die Beleuchtung, werde ich gleich nochmal erzählen. Hier auf der Seite ist noch ein kleiner Nebenraum, der ist für mich ganz praktisch, weil ich da meine Technik drin habe, irgendwelche Akkus, Kameraausrüstung und so. Und hier sieht man eben, die Bücherregale ist ein bisschen mehr geworden, ruckelt ein bisschen, schade eigentlich. Und hier ist mein Setup, hier sind meine Monitore, meine Beleuchtung, die werden wir gleich im Einzelnen nochmal durchgehen. Ihr habt auch schon eine Wand gesehen, das erste Stück, was ich für dieses Studio überhaupt bekommen habe, noch ganz am Anfang, da haben mir die Leute von Holy diese wundervolle Leuchtreklame geschenkt, die finde ich ganz, ganz großartig, die muss gleich aufgehängt werden. Ist nicht so wahnsinnig oft an, weil sie sehr, sehr grün ist, aber gerade abends, wenn ich es für mich hier noch ein bisschen habe, dann mache ich die gerne mal an, die ist ganz nett. Und ihr habt schon am Anfang gesehen, direkt daneben, ich versuche so ein bisschen Sport hier zu machen. Also ich habe hier einen Kabelzugbaum hingestellt, den kann man hier ganz wunderbar sehen. Da kann ich diverse Übungen machen und ihr seht, ich habe es gerade nötig, ich muss mal ein bisschen mehr Übungen machen. Ha, Umzug, irgendwas geht immer auf die Hüften. Ja, da kann ich eben, wenn ich beide Züge verbinde, dann habe ich auch eine ganz gute Übersetzung, das hilft dann sehr. Und da mache ich so jeden Tag brav meine Übung. Manchmal schalte ich noch meinen Trainer dazu, Mike, der hilft mir dann direkt. Dann werden die Übungen irgendwie immer schwerer, keine Ahnung, weil ich es dann irgendwie besser mache. Und man sieht auch das Rad nebendran, da setze ich mich abends noch manchmal drauf. Dann drehe ich einen der Monitore, dann habe ich direkt einen Monitor vor der Nase und kann Filme gucken. Während des Radfahrens ist es sehr praktisch. Aber das will ich auch noch so einbauen. Also wenn die zweite Kamera irgendwann endlich da ist, also die zweite Kamera steht noch auf der Liste, die muss irgendwann noch kommen, dann wird es hier Kanalpunktebelohnung auf Twitch geben, bei der ihr mich zwingen könnt, mich fit zu machen. Ich glaube, oder wie meine Tochter sagen würde, was kann schiefgehen, wenn ich euch diese Macht über mich gebe. Naja, als großes Licht habe ich ein LED-Panel, das Falcon Eyes RX24 TDX3. Hat so 60x60 cm, relativ groß, unfassbar hell. Also jetzt strahlt es irgendwie mit 10%. Wenn ich das richtig anmache, dann landen ja, glaube ich, Flugzeuge. Ist sehr, sehr dünn. Also ich habe immer gedacht, ich habe irgendwann so eine schöne Lampe mit einem riesigen Softbox. Jetzt habe ich so ein ganz, ganz flaches Ding. Das kann ich aber sehr schön verwenden. Und beim kleinen Licht genauso. Das kleine Licht kann ich euch hier zeigen. Das ist das kleinere Licht. Das ist ein Amaran P60X. Auch relativ hell, es war früher mein Hauptlicht, jetzt ist es mein Zweitlicht, mein Fill-Licht und das Ganze steht auf einem einfachen Ständer. Ich habe lange überlegt, ob ich mir hier so eine Traverse reinbaue in das Zimmer, habe mich am Ende für zwei Gravity LS331B Lightstands entschieden, weil die unten eine Platte haben, nicht so ein Dreibein, das fand ich nicht praktisch. Die haben, wie gesagt, eine schwere Platte unten als Stand und die kann ich wunderbar hin und her verschieben. Das ist ganz, ganz großartig. Mein eigentliches Setup dann. Da hat meine Tochter mich jetzt gefilmt. So sieht es ganz aus, wenn ich gerade so tue, als würde ich einen Stream machen. Also wenn jemand im Zimmer steht, der würde mich jetzt genau so sehen. Und da könnt ihr eben das Ganze euch
einen Eindruck verschaffen. Also ich habe momentan 3, eigentlich sogar 4 Monitore, das wird man gleich nochmal gesondert sehen. Und ich muss mit diesem Video auch eine Lücke füllen, denn andere große Streamer und YouTuber haben ja vorgelegt, Montana Black hat gerade seine Halle vorgestellt, der hat irgendwie, ist gerade umgezogen, riesige Halle, oder auch Trimax hat sein Set vorgestellt und irgendwie da 50.000 Euro reingesetzt, alleine irgendwie 20.000 für die Moospaneelen an der Wand, unfassbares Geld. So teuer war es bei mir nicht. Es war teuer, gerade für meine Verhältnisse, sehr, sehr teuer, aber ganz so schlimm nicht. Und wenn ich mir anschaue, Montana Black, hier, ja, Autos im Hintergrund, großen Lamborghini, das kann ich auch. Bitteschön, jetzt habe ich auch ein teures Auto. Ist ein Aston Martin. Ja, also Aston Martin im Hintergrund. Jetzt bin ich wie die Großen. Das gehört so. Ich hatte schon mal meinen Schreibtisch vorgestellt. Das ist tatsächlich etwas, was ich gestellt bekommen habe. Da hat Flexispot mir etwas Gutes getan. Die haben mir den E7Q spendiert. Das ist ein Schreibtisch mit 4 Motoren, in jedem Fuß einer. Außerdem sitze ich gerade auf dem Sessel BS12 Pro. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich den mag, weil diese Nackenstütze, die benutze ich tatsächlich. Die ist sehr, sehr bequem. Also der ist gut. Und den Schreibtisch habt ihr schon mehrfach gesehen. Den fahre ich tatsächlich häufiger mal hoch und runter. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, im laufenden Betrieb mit allem drum und dran. Und ihr seht, er fährt gerade hoch. Mache ich wirklich gerne. Hätte ich auch am Anfang nicht gedacht, dass ich das so häufig machen würde. Habe ich tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gemacht, dass ich ins Stehen gewechselt habe. Das ist für mich eine echte Erleichterung, ein echter Gewinn, dass ich das inzwischen tue. Bei den Monitoren, wie gesagt, das sind insgesamt 4 Monitore. Einer ist der kleine, das ist oben der Elgato Prompter, den werde ich gleich nochmal erzählen. Die beiden Hauptmonitore, oder zumindest die großen, sind von LG 32 Zoll Monitore mit einer Auflösung von 1440p und ansonsten normale Monitore. Also nicht irgendwie unfassbar teure Spielemonitore oder sowas, kein Quad-HD oder sonstiges, das brauche ich auch einfach nicht. Ich spiele darauf eher selten, ich brauche die für andere Dinge, aber jetzt 2 große Monitore zu haben, ist sehr schön. Der dritte Monitor, der ist eine kleine Besonderheit. Der ist ebenfalls von LG. Zufall, ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mit der Marke verbandelt wäre oder sowas. Das ist der Ergo Dual Up und der hat eine Besonderheit. Der hat nämlich ein Seitenverhältnis von 16 zu 18. Das klingt erstmal merkwürdig, aber hier seht ihr genau, was ich damit tue. Ich habe darauf nämlich den Chat und den Stream auf Twitch oben und auf YouTube unten. Ich kann euch alle sehen, ich kann die Kommentarspalte, den Chat verfolgen und das ist für mich natürlich großartig, das jederzeit im Blick zu haben. Das ist für mich ein echter Vorteil. Als Audio-Interface benutze ich das Rodecaster 2. Das ist so ein ordentliches Mischpult, das kann ziemlich viel. Und alles, was mein altes Gerät konnte, als Software-seitiges, also als offenes Programm im Computer, das kann das Ding hardware-seitig. Das heißt, ich muss nichts einschalten, muss kein Programm laufen haben. Das Ding kann ganz alleine all das, was ich vorher irgendwie komplizierter machen musste. Habe auch jederzeit Kontrolle über die Lautstärke. Ich wurde unterstützt von Flexispot, aber ich wurde auch von anderen Firmen unterstützt. Einen davon war Elgato, die haben mir eine Menge zugeschickt. Also die waren wirklich sehr großzügig dabei. Also die haben nicht mal irgendwie eine direkte, also mit Flexispot hatte ich eine direkte Werbevereinbarung. Das hatten die nicht mal. Ich habe im Computer steckt inzwischen eine neue Capture Card, die 4K Pro, mit der ich tatsächlich eine Kamera abrufe, da kann ich auch eine zweite Kamera noch über abrufen, das ist sehr schön, da wird auch jetzt kein Speicher oder kein Steckplatz mehr belegt. Also ich habe ja gerade so, was USB-Anschlüsse angeht, mittlerweile echt Mangelware, die werden immer seltener. Ich bin über alles froh, was ich nicht über USB anschließen muss und jetzt tatsächlich meine Kamera läuft eben jetzt komplett über eine interne Karte. Ich habe außerdem mein Mikro ist inzwischen an einem neuen Arm, nämlich hier an einem Low-Profile-Arm. Wave Mic Arm Low Profile, den kann ich unter den Monitoren ziehen. Ihr seht, ich müsste dringend mal wieder den Popschutz meines Mikros. Der ist ein bisschen staubig.
Aber es ist natürlich sehr nett. Die kann ich unter den Monitoren hin und her schieben. Das hat sich sehr bewährt bei mir. Ich habe außerdem noch für die Kamera zum Beispiel solche Arme. Das ist ein wirklich sehr, sehr nettes Mount-System, das die haben. Sehr gut, um damit eben eine Kamera am Tisch oder auch Mikros am Tisch zu platzieren. Man kann auch Arme dran setzen. Also so ein komplettes System aus verschiedenen Teilen, die miteinander arbeiten. Sehr wichtig ist für meine Arbeit zum Beispiel auch mein Stream Deck Plus. Also Stream Deck ist so unter Streamern sowieso sehr beliebt, weil ich kann diese Tasten wunderbar verwenden. Jede dieser Tasten, die ihr seht, ist ein kleiner Monitor. Das heißt, ich kann die frei belegen mit Bildern, die ich benutze. Also auch eigene Bilder draufpacken, die zusammenstellen, wie ich möchte. Ich kann auch swipen, also wenn ich nach zu rechts oder links wische, dann komme ich auf mehr Tasten, kann also quasi unbegrenzt viele Tasten verwenden. Unten die Drehregler kann ich noch verwenden, zum Beispiel für Soundsteuerung oder in dem Fall hier Farbsteuerung. Ich benutze es vor allen Dingen zum Schneiden sehr, sehr gerne. Da kann ich mir Funktionen drauflegen. Und sowas ist natürlich ein sehr großes Gerät, für den Normal-User wahrscheinlich zu groß. Da gibt es aber eine neue Reihe, nämlich die Neo-Reihe. Und das Stream Deck Neo ist zwar relativ klein, hat wenig Tasten, aber ich kann auch da hin und her swipen. Das heißt, ich kann auch da beliebig viele Tasten haben, durch die ich einfach nur durchblättern muss. Das ist tatsächlich für den Preis, für den Normalverbraucher eigentlich ziemlich das Ideale. Und was man eben hier bei den Monitoren noch so gesehen hat, hier oben auf meinem Hauptmonitor, da vor meiner Kamera, da sitzt noch ein vierter Monitor. Das ist mein Prompter von Elgato. Ihr seht, da läuft gerade Schrift durch. Also wenn ich zum Beispiel ein Skript habe, das ich ablesen möchte, das mache ich im Stream sehr selten. Das mache ich aber zum Beispiel bei schnellen Quellen sehr gerne. Da kann ich es da drauflegen. Aber ich kann auch zum Beispiel ganz großartig, wenn ich einen Video-Call habe, dann kann ich meinen Gesprächspartner da drauf packen. Dann gucke ich ihn direkt an, wenn ich mit ihm rede. Das ist natürlich sehr nett, weil sonst gucke ich immer nach unten. Die Kamera kann meine hohe Stirn abfilmen, aber wenn ich tatsächlich auf dem Prompter meinen Gesprächspartner habe, ist natürlich sehr viel angenehmer. Das finde ich auch. Also warum das nicht unter irgendwie Leuten, die viele Videokonferenzen haben, mittlerweile Standard ist, weiß ich nicht. Ich fände es ganz großartig. Ebenso habe ich dann von Corsair noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Die haben mir zum einen diese Maus gesponsert. Das ist die Dark Core RGB Pro SE. Langer Name, aber gute Maus. Ich habe vorher tatsächlich eine Microsoft-Maus gehabt, die ich eigentlich sehr gerne mochte. Sie hat nur ein großes Problem gehabt. Sie war eine kabellose Maus, sie wurde aber per Kabel geladen, und zwar von unten. Das heißt, während ich sie geladen habe, konnte ich sie nicht benutzen. Und die kann ich jetzt sowohl mit Kabel als auch kabellos benutzen, und sie kann auch laden, während ich sie benutze. Das hat tatsächlich, war für mich ziemlich gut, hat genau das gemacht, was ich wollte. Hier ist dann die Tastatur dazu, das ist die K70 RGB Pro von Corsair, mit der komme ich auch ganz gut zurecht. Ist halt eine mechanische Tastatur, deswegen, wenn ihr, man hört sie schon, kann man ein bisschen hören, ist nicht so wahnsinnig laut, aber mechanische Tastaturen kriegt man auch leiser, ich weiß, das können Leute wunderbar nacharbeiten, aber tatsächlich ein bisschen hört man sie. Aber es ist eigentlich sehr angenehm. Wenn ich gerade streamen habe, ist es sogar sehr angenehm, da mag ich mechanische Tastaturen immer sehr gerne. Ich habe lange keine benutzt, weil sie eben zu laut waren, und die, finde ich, ist in Ordnung, damit kann ich leben. Also mit den beiden Stücken bin ich echt zufrieden, und die Maus hat tatsächlich ein ganz großes Problem gelöst, ist aber genauso ergonomisch wie meine Maus, die ich vorher hatte. Also damit bin ich total zufrieden. Was jetzt noch kommt, es fehlt noch eine Deckenleuchte, die wird hier noch eingebaut werden. Da muss ich nicht ständig auch zur normalen Beleuchtung hier diese riesigen Lichter anhaben. Es wird eine zweite Kamera kommen, also ich möchte noch eine zweite Aufnahmesituation haben. Das hatte ich schon mal angeteasert, das wird sicherlich kommen. Wahrscheinlich wird es eine Sony ZV-E10, das ist eine APS-C-Kamera, also kleiner als meine jetzige Kamera. Aber das Argument wäre da halt bei der Kamera die Austauschbarkeit der Objektive, und das halte ich gar nicht für so gegeben, weil ich momentan genau ein Objektiv habe. Was mich momentan übrigens filmt, habe ich jetzt nicht fürs neue Studio, habe ich schon erheblich länger, ist eine Sony A7 IV mit einem Sigma 2470 2.8 Objektiv aus der Art-Reihe. Großartiges Objektiv, unfassbar gut, deswegen habe ich auch nur das eine, weil die sind auch richtig teuer. Aber wie gesagt, eine zweite Kamera, da wird es wahrscheinlich so eine Vlog-Kamera werden. Dann zweiter Aufnahmehintergrund, ich würde gerne hinten neben der Tür noch eine zweite Situation haben, so mit dem Sessel, wo ich mich reinsetzen kann, sehr gemütlich. Da muss ich einfach die Lichter ein bisschen umstellen, die Kamera davor stellen, das müsste gehen. Das ist noch sowas, was ich hier plane, und ich bräuchte irgendwann noch ein Laptop steht noch auf der Liste, damit ich das Ganze auch ein bisschen transportabel mache. Ich würde die ganzen Sachen gerne mitnehmen können und unterwegs nutzen können. Das wäre noch ganz großartig
für manche Projekte, aber das ist auch noch Zukunftsmusik, dass so die Sachen noch kommt. Im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Studio sehr zufrieden, es macht gerade das, was es soll. Also wir hatten in letzter Zeit mal ein paar leichte Soundprobleme, die aber vor allem an meiner Unfähigkeit liegen. Das ist vor allem mein Problem, aber wenn ich das in den Griff kriege, dann sollte das Studio eigentlich all das machen können, was es machen soll. Hoffe ich. Und dann bin ich natürlich extrem happy. Also, wie gesagt, das alte Studio war sehr, sehr klein, wirklich winzig klein. Das Studio ist jetzt deutlich größer, hat deutlich mehr Platz. Ich habe deutlich mehr Raum. Allein, wie gesagt, dass ich auch ab und zu mal stehen kann, ist ganz großartig. Ich muss noch ein bisschen das Hitzeproblem bekämpfen, denn abends kommt die Sonne hier auf die Seite und es wird dann richtig, richtig warm. Morgens ist es sehr angenehm. Aber mal gucken, wie ich das noch irgendwie hinbekomme. Momentan behelfe ich mir mit so einem Lüfter. Mal gucken. Ja. Wie gesagt, Dauerwerbesendung vor allen Dingen, weil ich ganz, ganz viele Namen genannt habe und ganz viele Dinge erwähnt habe. Darum geht's. Es geht nicht darum, euch hier die reine Werbeshow zu machen, aber ich dachte, es interessiert euch vielleicht mal, womit ich arbeite und was ich jetzt alles hier gemacht habe. Trotzdem nochmal vielen Dank an die Firmen, die mich direkt unterstützt haben. Flexispot, Elgato, Corsair, die hier eingesprungen sind. Das hat sehr, sehr geholfen, auch wenn tatsächlich hier viel, viel Geld reingeflossen ist, aber das war mir vorher klar, also dass ich so ein Projekt hier stemme, aber ich hoffe, dass es jetzt auch die nächsten Jahre damit erstmal gut ist und ich jetzt technisch eigentlich auf dem Stand bin, wo ich nichts groß dran drehen muss. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch die Studiotour gefallen hat, wird nicht so wahnsinnig oft vorkommen, also ihr müsst nicht denken, dass ich hier regelmäßig Roomtour machen werde. Kennt ihr Teile meiner Ausstattung? Habt ihr da eigene Erfahrungen mit? Habt ihr Tipps, was man besser machen kann? Schreibt es alle in den Kommentaren. Ja, danke, dass ihr dabei wart bei meiner ganz persönlichen Roomtour. Danke auch nochmal an meine Tochter, die Kamerafrau mal wieder gegeben hat. Das macht sie sehr oft. Und war schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns demnächst wieder zum normalen Thema. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.